wenn ich ganz oben bin. Dann fliege ich nämlich wie ein fetter Adler rüber. Nein, Flash! Komm wieder her. Komm, gut, gut, gut. Himmel. Ich weiß, Mensch, jetzt geht er rein. Du bist ein Penis, ey. Wir fliegen wie ein fetter Adler. Jetzt mach. Hui. So. Okay, ist da noch was? Links von dir? Ja. Ah, das ist nur so ein Jumping-Ding, okay. Herzlichen Glühstrumpf. Ja. Ehe wir weitermachen können, müsst ihr noch einen Test außerhalb des Standard-Testverlaufs abschließen. Oh nein. Bitte vermeidet dort draußen diese albernen Gesten. Okay. War ja überhaupt nicht klar, ne? Sowas noch kommt. Jetzt kommt alles durcheinander. Wir haben ja diese Speziallevel alle noch. Welche Speziallevel? In diesen komischen Turm drüben, da wo man durchkommt noch. Ist auch nochmal extra Level. Sind das die selbst erstellte? Nee, nee, das noch nicht. Die können noch zum Spiel dazu. Ah, okay. Wir müssen das E-Werk am Ende dieser Strecke finden. Na, das war hier wieder klar. Die Menschen müssen es versehentlich von meinem Netz getrennt haben. Sicher nur ein Verwaltungsfehler. Nein, das ist falsch. Achso, da war ja noch was. Okay, ich kann schon mal die Faggots nicht anturmen. Vielleicht so ein Horst. Hier musst du jetzt das Rot hinsetzen. Ciao. Bin ja mal gespannt, ob ich... Oh nein. Sag, wenn du hier bist. Ich ahne schon was Schlimmes, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Welches hatte ich hinten an die... Ach so, das hab ich gesetzt, okay. Kannst, nee, du musst es da einsetzen. Ach, da hin. Ja, hab ich gerade nicht gesehen. So, ich müsste jetzt eigentlich rot machen, ne? Ja. Okay, 3, 2, 1, ich hab Angst. Ciao! Ui. Hi, hier geht's. Aua. Wo jetzt? Schnell, 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 schnell. Wo muss ich hin, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Da. Nein! Wir sterben beide. Geht doch nicht dahin. Dachtet ihr, ja. Der Schalter sei dort unten? Ja. Ich lebe noch. Wie, du lebst noch? Ich lebe noch. Du musst aber auch sterben, damit du wieder deine Portale hinsetzen kannst. Ach nö. Oh doch. Ich kann hier aber nicht sterben. Ich kann hier echt nicht sterben. Du kannst auf die Mauer setzen. Rüber gehen und dann kannst du das andere hinsetzen. Das Schutzschild kannst du ja hinsetzen. Ja, aber ich muss auch wieder irgendwie hier hinkommen. Achso, da bist du schon. Ja. Ja, setz das Rote doch einfach. Und dann einfach durch das Ding durchfliegen und dann kannst du runterplumpsen. Weil die Dinger sind ja weg. Du hast das einfach mal weggemacht eben. Ach ja, schlecht. Und jetzt? Komm. Ach so. Geh durch. Boah, bist du schlecht. Dafür kriegst du wohl nie genug. Nö. Ja, weil du das da wieder hingesetzt hast, ne? Was? Okay. Da oben. Und da. Ich muss... Warte, bevor du durchgehst. Was denn? Ich muss gerade gucken. Weil da oben noch mehr von diesen Scheißviechern kommen. Ja, du musst dann immer passend schießen, das weißt du, ne? Naja, ich weiß. Welches habe ich da eigentlich? Okay. Du musst vor und dann geht man mit Geronimo. Da bist du. Hi. Aua. Ihr solltet die Geschütztürme vermeiden. Ja, sag das nicht mir! Das blöd gesetzt eben deswegen. Ich hab nichts blöd gesehen, ich hab das genau mittig gesetzt, du Vogel. Das blöd
Dann komm rein, du Fettsack. Maul. Ups. War zu früh, ne? Ohne Witz. Bei dem Tempo können ja, wir nur hoffen, dass du musst mal gleich hinterherkommen. In 2 Millionen Jahren schmilzt und die Explosion das System wieder ans Netz bringt. Nicht unter, nicht ohne Witz, komm. Ist vorbei, ja, ne? Ja. Aua, vorbei. Ja. Ja, du willst, na, nimmst du deinen fetten Arsch da nicht weg. Warte mal. Da bist du. Siehst du da? Wo müssen wir denn eigentlich hin? Sag mir lieber, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen da drüben hin. Dahin, oder was? Mhm. Ja toll, wie einfach. Okay, der kann uns da nicht treffen. Das, das eindeutig zu tief gesetzt. Nö, hab ich nicht. Ich hab das schon mehrmals versetzt eben. Und eindeutig zu tief wäre, dass du tot wärst jetzt. Ich sterb immer wegen dir. Oh man. Nein, ich will in die Pornotür. Warte mal. Ja. Du müsst nirgendwo hin. Okay, du ärgerst mich, okay. Ich kann uns auch wieder hier loslassen. Nein. Dein Leben hängt gerade von mir ab. Nö, no, jetzt nicht mehr. Schade. Scheiße. Hat ja klappen können. Seid ihr defekt? Sieht aus wie eine Funktionsstörung. Du bist hässlich. Das war der Robo-Dance. Komm hier. Kannst du da setzen. Nein, das ist wieder mein Territorium. Ja, ja. Warte mal, bevor du weitergehst. Zack. Alter Schwede. Ja dann. Nein. Da. Ich muss hier, glaube ich, hin. Tschüss, hier ist liegen. Kann man da hinten runterfallen? Warte. Ja, wenn du sterben willst, ja. Ich will jetzt was ausprobieren, ne, aber da könnten wir sterben, okay? Nee, ja, auf Ciao! Aua! Cool. Schnell, schnell, schnell! Oh. Hab ich schon. Alter Schwede, ey. Ach ja. Guten Tag. Ja, wir müssen eben Porno wieder einlegen. Ja toll. Abse. Porno-Action. Huja. Robo-Porno, Robo-Porno. War klar, dass da wieder so ein Level kommt. Geschafft, das System hat wieder Strom. Ja, ja. Ich bin voll verbunden. Ich kann alles sehen. Und es ist nichts passiert. Sehr schön. Also, dass wir wieder verreckt sind. Ja. Aber uns baut es ja immer wieder zusammen. Ja. Komischerweise. Mit den gleichen Teilen. Ja. Wo wir in der Luft gesprungen sind. Ach ja. Ach ja. Ui, fast schon eine Stunde. Jupp. In 6 Minuten haben wir eine Stunde schon. Ja. Hey. Hindernislauf. Zum Abschluss der Standard-Team-Teststrecken von das war nicht Standard jetzt, ja. Zu diesem so. Anlass habe ich eine Überraschung für euch. Hier. Eine Sonderbonusstrecke, bei deren Ende wir Menschen finden Ness. Und ab nach befreien. Oben. Nee, ich will nicht. Dank euch weiß ich, wo sie sind. Ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den Notausgang aktiviert. Nee. Alles, was ihr zu tun habt, ist die Menschen zu befreien. Sie danken euch sicher mit einer Party. Exit. Warte mal. Lass uns kurz
zurückgehen. Die macht da drüben irgendwas. Wo? Aber bei Exit wieder zurück. Warum das denn? Weil die hat da irgendwas veranstaltet eben. Weil Bonus-Level hat sie ja gesagt. Und das ist da oben. Also das wusste ich noch nicht. Das Level 5, ja, ab da rein. Zack. Und zack. Und tschüss. Voll durch die Tür geflogen. Ne, du bist falsch. Wir müssen... Das ist falsch. Wir müssen andersrum. Ja? Okay. Ey, wieso geht das nicht? Ey. Ich glaube, wir müssen öfter springen. Ja, glaube ich auch. Warte mal. Kannst eigentlich sterben. Ah. Nein, jetzt... Oh, du bist doch blöd. Das war ohne Absicht eben. Nein. Oh. Oh, oh. Geronimo, oh. Ich dachte, wir fallen weiter. Der hätte noch weitergehen müssen, der Flug. Ja. Bis man so aufklatscht auf dem Boden, so platsch. Rums. Da hätten wir aber schon öfter tot sein müssen, auch wenn wir gegen die Wand yep. geflogen sind und so. Ach ja. Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Ja, sowas ist das mit Punkt-Scheiße. Weiter gerade hoch. Tschüss. Oh. Ne. Nein. Ernsthaft? Geh mal wieder rauf, bitte. Nicht diese Kacke. Jetzt kannst runter. Ja, doch leider diese Kacke. Boah, warum muss dieses Level jetzt kommen? Jetzt kommt der hinten. Platsch, 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 platsch. Darauf habe ich auch gerade nicht wirklich Lust. Drück mehrmals, damit die Fläche etwas größer wird. Nein, nicht wirklich, ne? So. So. Ja, wieder rauf. Bash, darauf. Ich gehe ja schon. Dankeschön. Autsch. Alter. Was kannst du eigentlich? Das passt sich immer da dran. Axid. Komm hoch. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich. Das hat auf jeden Fall mehr Stil, das Ding hier. Suchst du Ärger? Was? Ich hab gerade Errungenschaft erhalten, suchst du Ärger? Was hast du gemacht? Das gemacht hab. Gewunken hab. Du auch? Nee, ich glaube, du standst da halt vor. Achso. Ja. Ja. Brauchst du etwas? Ja, 3 Cheeseburger und eine kleine mit Cola. Und Pommes Mayo. Nimm ich auch nochmal dazu. Ne, kriegst du nicht. Die hat gefragt, was ich möchte, nicht du. Die hat dich anders gefragt, weil sie Angst hat, mich das zu fragen. Ne, weil du einfach zu klein bist. Die hat dich übersehen. Ja, laber nicht. Wundert ihr euch? Sieht so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Ja. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, hey, ich spucke, indem sie nicht mehr zu meinem Test ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Freunde behandeln. Ew.